Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, kurz vor 7:30. Und zwar nehme ich euch heute mal wieder einen ganzen Tag mit. Warum ausgerechnet heute? Es steht gar kein Event an, also ich fahre nirgendwo hin. Ich habe kein Seminar oder sonst irgendwas, sondern mittwochs wird ja immer unser Optionsstrategienbrief geschrieben. Und deswegen will ich euch einfach mal zeigen, wie der so entsteht, was wir da alles so machen, was ich an so einem Mittwoch alles so tue. Wie gesagt, das alles und mehr jetzt in diesem Vlog. So, jetzt ist es gerade um 7:30. Ich zeige euch mal was. Sensationell. Und zwar, ihr seht es hier. Ich komme hier gerade gefahren und gerade hier riesen Unfall. Die hat es also gerade mächtig gescheppert. Da bin ich doch froh, dass ich heute einen wesentlich besseren Start in den Tag hatte. Obwohl es halt bei mir sehr zeitig losging, denn ich habe heute früh schon und entweder es kam schon oder es kommt noch hier auf dem Kanal schon den aktuellen Espresso-Talk aufgenommen. Zusammen mit meiner Frau, 5:30. Also wir sind extra ein bisschen eher aufgestanden. So, und jetzt fahre ich noch nicht ins Büro, denn mittwochs vor dem Optionsbrief gehe ich immer noch trainieren. Ich will jetzt aber auch aufhören, hier im Auto zu labern, weil ich möchte mir unbedingt mein Hörbuch weiter anhören. Und wer jetzt denkt, dass ich mir immer irgendwelche Wirtschaftshörbücher anhöre oder Motivation oder sowas, ne, wie das von diesen ganzen YouTube-Gurus so gepredigt wird. Nein, ich höre Romane an im Büro, im Auto natürlich. Ich höre mir gerade was sehr, sehr Gutes an, und zwar von Frank Schätzing. Das heißt Tod und Teufel. Und das ist wirklich so sensationell spannend, dass ich mich echt jeden Tag auf die 10 Minuten Fahrzeit von zu Hause ins Büro und vom Büro nach Hause freue, weil dann kann ich immer so ungefähr knapp 2 Kapitel hören. Und ich gebe es zu, ich bin jetzt schon mal in der Tiefgarage im Büro sitzen geblieben, um ein Kapitel zu Ende zu hören. Da waren dann irgendwie noch 3 Minuten. Und deswegen jetzt Schluss an dieser Stelle, weil ich will wissen, wie es damals in Köln weiterging. Wo Jasper saß, raschelte Stoff. Offenbar hatte er sich hingelegt. Training ist vorbei, jetzt geht's zum Trading. Also ich fahre jetzt, es ist jetzt 8:30, ich fahre jetzt ins Büro. Eine Anmerkung noch, ihr habt es vielleicht gesehen, ich gehe ja ins McFit trainieren. Und am McFit, finde ich, zeigt sich mal wieder, warum wir eben in Deutschland keine Aktienkultur haben. Denn viele von euch werden ja das Prinzip von McFit kennen und ihr wisst auch, dass die erst vor, ich weiß nicht, vielleicht 10 Jahren angefangen haben und wie rasant dieses Unternehmen gewachsen ist. In den USA, bin ich mir zu 100% sicher, wäre McFit an der Börse und ich wäre einer ihrer Aktionäre. Weil das Konzept ist genial. Man kann jetzt die Studios und alles, wie es gemacht ist, persönlich jetzt finden, wie man will. Das Konzept ist phänomenal. Die wachsen, expandieren. Ganz, ganz kluges Geschäft, was hier ist. Und da wäre ich natürlich sehr, sehr gerne Aktionär. Aber so ist es nun mal. Das geht leider in Deutschland nicht, weil eben die Firma nicht an der Börse ist. In den USA wäre sie es. So, auf ins Büro, ran an den Optionsbrief. So, ich bin im Büro angekommen und normalerweise würde ich jetzt als allererstes meine Morgenroutine machen, aber das kann ich momentan nicht, denn hier der Kollege, der hat sich entschlossen, erstmal ein paar Updates zu machen. Jetzt kann ich hier nichts machen. Für mich ist das jetzt nicht so tragisch, weil dann gehe ich gleich mal in den Handelsraum, fahre da die ganzen Konten hoch, schauen wir mal ein bisschen an, was in den Konten ist. So, das Raumschiff ist zum Leben erwacht, also alle Konten sind jetzt hochgefahren. Wie gesagt, normalerweise schaue ich jetzt früh eigentlich nicht auf die Kontostände, weil am Morgen sind die Spreads oftmals sehr, sehr weit und das bringt überhaupt nichts. Also da ist das Bild etwas verworren.
Wenn ich mir das Ganze anschaue, dann sieht das alles recht, recht entspannt aus. Jetzt schaue ich mal wieder rüber in meinem Büro, ob mittlerweile der Rechner fertig ist mit seinen ganzen Updates. Und dann starte ich erstmal mit meiner Morgenroutine. So, Morgenroutine ist fertig, hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Und da habe ich natürlich jetzt auch schon die ersten Hinweise so für neue Trades. Also wie schaut der Markt denn insgesamt aus? Was kann man machen? Wie ist die Volatilität? Und ansonsten hier, so sieht halt meine Morgenroutine aus. Und ja, damit habe ich eben hier schon mal so die ersten Ideen, was man heute denn in den Optionsstrategien vorstellen könnte, was man für Trades machen könnte. Ich gucke natürlich auf die offenen Positionen, wie haben die sich entwickelt, wo kann man was ergänzen und natürlich ganz wichtig jetzt als nächstes der Blick in die IVR-Liste, die hat der Jan heute früh schon gemacht und die schaue ich mir jetzt an und schaue einfach mal, wo gibt es denn momentan schöne Volatilitäten, also wo kann man denn Optionen oder Ideen finden und jetzt fange ich mal an und mal gucken, was wir für diese Ausgabe finden. So, und jetzt machen wir eine kurze Besprechung, nämlich zum Thema Kolumne, Inhalt und so weiter. Jetzt erstmal mit dem Jan. Später kommt noch der Michael dazu, der das ganze Grafische macht. Und am Ende muss dann auch der Sven, der hat schon die ganzen Listen gemacht. Und der muss am Ende dann noch die Rechtschreibung machen. Genau, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Okay, also. So, ich bin mittlerweile in der Küche, denn es ist Mittag, 12 Uhr. Der halbe Brief ist fertig, die Listen sind fertig und ja, jetzt geht es natürlich erstmal darum, mittags den Bauch ein bisschen voll zu bekommen. Deswegen, wir essen hier meist zusammen in der Küche. Entweder wir bringen uns was mit oder wir kochen was. Danach geht es weiter und ich schätze mal so gegen 13.45 Uhr, 14 Uhr etwa, ist dann der Brief fertig und dann versuchen wir immer den Brief vor 15.30 Uhr, also bevor die amerikanische Börse aufmacht, rauszuschicken. Mal schauen, ob es uns das heute gelingt. Aber wie gesagt, jetzt erstmal hier für den was machen. Und ich bin fertig. Das heißt, ich habe jetzt den Optionsbrief, die Trade-Ideen alle herausgesucht, habe sie niedergeschrieben, die ganzen Charts herausgesucht. Jetzt ist es aber noch nicht mit dem Optionsbrief fertig, denn jetzt geht es weiter und zwar in der unteren Abteilung. Denn hier kommt jetzt der Satz, hier kommt jetzt das Lektorat, hier kommt jetzt der Versand. Und da gehen wir einfach mal hin und schauen uns das mal an, was da gemacht wird. So, und jetzt sind wir hier unten und jetzt wird hier, was wird hier gemacht? Im Moment machen wir das Titelbild. Das Titelbild, okay. Für die aktuelle Ausgabe. Erzähl mal ganz kurz, Michael, wie wird das also alles jetzt verarbeitet, wie wird das jetzt alles gemacht? Also ich kriege die Infos vom Editorial, was drin ist, an Infos und dann wähle ich immer das Titelbild aus. Manchmal, wenn wir unentschlossen sind, machen wir es alle, aber heute durch Hillary und Trump haben wir es relativ deutlich. Also und das ist immer so meine Vorlage, um mal zu gucken, ob es mit der Schrift passt. Es muss natürlich alles noch angepasst. Dann beginnt der Satz, dann kommt also die Rückmeldung von Jens, dass die Texte fertig sind und dann kommt das Stück für Stück alles rein. Okay, mach mal weiter okay. Und wir schauen mal, was es noch so gibt. Und zwar gehen wir jetzt hier zum Jan. Was machst du? Ich korrigiere gerade das, was du fabriziert hast. Also meine ganze, was mache ich hauptsächlich für Fehler? Du darfst jetzt ruhig mal sagen. Da gibt einige Sachen. Implizite Volatilität schreibst du gerne falsch, zum Beispiel. Also ich schreibe es, wenn, nicht direkt falsch, sondern immer nur implizit groß. Es wird aber klein geschrieben. Habe ich heute übrigens überall richtig. Aber was ich natürlich weiß, was mache ich immer falsch? Ich schreibe immer die Kommas falsch. Stimmt's? Ich mache zu viel Kommas immer rein. Auf jeden Fall, ja. Aber die Conny eigentlich unsere Spezialistin. Okay, Conny diese Woche nicht da, deswegen musst du das machen. Also hier, wie gesagt, wird das dann, man sieht es hier, hier wird der Brief also quasi nachlektoriert, wobei das so eine Gemeinschaftssache ist, da machen eigentlich alle mit. Der Sven muss dann noch mitlesen, der Michael liest mit, du liest mit. Also, dass der wirklich durch viele, viele Hände geht, bevor dann endgültig fertig ist. Und ich muss auch noch was vorbereiten und dazu gehen wir allerdings wieder hoch. So, ihr seht mich jetzt wieder hier bei uns im Handelsraum, denn jetzt bereite ich natürlich
mögliche Trades vor. Wir machen ja in den Optionsstrategien nicht nur die Trades hier auf den Echtgeldkonten, sondern wir verschicken ja auch eine Ad-Hoc-Mitteilung bei jeder Aktion, die wir machen, an alle Kunden. Hier an den Rechnern ist jetzt der Trade umgesetzt und sobald wir einen Fill bekommen, das heißt also eine Bestätigung, dass die Order umgesetzt wurde, wollen wir ja dann wirklich innerhalb weniger Minuten die Ad-Hoc-Mitteilung an alle unsere Abonnenten rausschicken und aus dem Grunde bereiten wir, in dem Fall ja heute jetzt mal ich, sämtliche Ad-Hocs schon mal vor. Und wir machen das ja über zwei Wege, nämlich einmal über eine E-Mail, das heißt, wir haben einen Verteiler, wo alle Abonnenten drin sind und wir haben auch für alle, die es ein bisschen schneller haben wollen und nicht permanent in ihre E-Mails schauen wollen, gibt es ja auch einen WhatsApp-Service und dann bin ich im Grunde genommen mit dem Optionsbrief heute durch, dann schaue ich mir nochmal das Endergebnis an und dann war es das im Grunde genommen auch schon. So, es ist kurz vor 14.56 Uhr. Die Jungs unten waren ganz, ganz schnell, denn tada, da ist die aktuelle Ausgabe. Und ich mache jetzt also quasi nochmal eine Kontrolle. Schau mir alles nochmal an, stimmen die Zahlen, ist alles dabei. Und hier übrigens, ne, ganz wichtig, wie immer mit Echtgeldkonto. Also wir zeigen jede Woche unsere genauen Zahlen, wie viel haben wir verdient, wie weit liegen wir vorn. Zeige ich dann immer alles, was wir gemacht haben, alle offenen Trades, alle abgeschlossenen Trades. Also all das kommt dann hier mit rein. Hier haben wir das Ganze fürs kleine Konto. Und das war's jetzt. Also so schaut das aus, wenn wir den Optionsbrief machen. Jetzt lese ich nochmal schnell quer und dann geht's raus an die Kunden. So, ihr seht mich jetzt umgezogen, ein Hemd angezogen. Warum? Ich gehe jetzt gleich runter in unser Filmstudio und nehme noch ein Video auf. Warum? Ihr kennt es ja vielleicht, wir haben hier diesen Basiskurs erstellt. Basiskurs Optionsstrategien, den man ja jetzt ab sofort bei uns bestellen kann. Für alle die wirklich Optionshandel lernen wollen, sind die ganzen Basics drauf. Weit, weit über 60 Videos und das Ganze kostet nichts. Das Ganze kostet wirklich nur so ein bisschen Versandkosten, ein bisschen Beteiligung. Also für 5 Euro kann das Ding euch gehören. Wenn er denn demnächst rauskommt, wird so ungefähr in der, so ungefähr in der 43. Kalenderwoche werden etwa. Und der Michael hat gerade gesagt, dass ein Video noch fehlt und das nehme ich jetzt schnell noch auf. So, und so sieht also dieses Studio hier mal von hinten aus. Also das heißt, da stehe ich jetzt gleich ich zeige euch mal, was ich immer sehe. Sitzt dann immer der Michael, nimmt das Ganze auf. Kann man hier sehen? Jawohl. Und übrigens, wenn ihr das hier seht, dann gibt es dieses Studio wahrscheinlich gar nicht mehr, weil wir das jetzt umbauen, um einfach auch die Qualität so ein bisschen nochmal zu erhöhen. Und jetzt, wie gesagt, noch ein kurzes Video. So, und jetzt sitze ich schon wieder hier unten in dem Raum, wo unser Studio ist, weil wir von hier auch alle unsere Coachings machen und da ja heute Mittwoch ist, Mittwoch 17 Uhr immer eine Stunde Live-Coaching für die Coaching-Stufe 2. Ich habe jetzt hier gerade die Konten hochgefahren. Ja, das ist jetzt quasi so das Vorletzte, was ich heute mache, denn hinterher muss ich noch ganz kurz an den Positionen wahrscheinlich schrauben. Jetzt, wie gesagt, 2 Minuten vor 17 Uhr mache ich erstmal das Coaching eine Stunde lang. Heute geht es um das Thema Volatilität und mal sehen, vielleicht melde ich mich dann nochmal zurück. Ich sitze tatsächlich nochmal hier im Handelsraum. Es ist jetzt 18.10 Uhr und gerade eben habe ich noch einen Trade gemacht aus den Optionsstrategien, nämlich Twitter. Wir haben Puts auf Twitter verkauft und dann schicke ich jetzt in dem Moment noch die Ad-Hoc-Mitteilung an alle Abonnenten raus und dann war es das auch für heute. Dann packe ich hier auch zusammen, gehe heim und dann ist der Tag zu Ende. Ihr habt gesehen, so ist der ganz normale Tagesablauf an einem Mittwoch, wenn wir den Optionsbrief schreiben. Schön, dass ihr heute dabei wart, dass ihr mir mal so einen ganzen Tag gefolgt seid. Wenn euch mehr interessiert, wenn ihr einfach mehr wissen wollt, wie
läuft denn das Ganze bei uns? Wenn ihr mehr über den Handel wissen wollt, wenn ihr mehr alles wissen wollt, was zum Thema Optionshandel, Börsenhandel zu tun hat, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier wieder auf dem Kanal. Danke für eure Treue, danke, dass ihr immer mehr werdet und hier zuschaut, für eure vielen, vielen tollen Ideen. Ich sage Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.